Ja. Eine noch lebende. Wir haben hier zum Beispiel tropische Klapperschlangen. Das ist die. Oh. Die hat mehrere Namen: Schreckensklapperschlange, Schauerklapperschlange oder tropische Klapperschlange. Das ist die giftigste Klapperschlange, die es gibt. Eine Besonderheit, die hat halt ein Giftgemisch, also Nerven und Nervengift und Gewebe zersetzendes Gift. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Gebissenen eine Gesichtslähmung bekommen, die sogenannte Maske. Daran erkennen die auch in den Ursprungsländern sehr oft, wenn jemand jetzt eingeliefert wird und er kann seine, die Augen hängen runter, den Mundwinkel hängt runter, Speichelfluss hat man, dann wissen die, aha, so eine Art Gesichtslähmung, das weist also darauf hin, dass eine tropische Klapperschlange gebissen hat. Wenn ich eben richtig gelernt habe, dann ist diese noch nicht so alt, oder? Also, weil die hat jetzt noch so ein ganz kleines Klapperschlänzchen. Die ist jetzt ungefähr so 5 Jahre alt, ja. Mhm. Weil das ist jetzt die, die wir eben hatten, das waren ja wirklich schon das ein ganzes schon Stück. Das ist richtig groß, und hier ja. Ist jetzt, glaube ich, nur die, ist da noch nicht so ja, laut. Genau, ja, genau, ja. Aber wie gesagt, man muss Acht geben, es kann auch sein, dass die abbrechen und dann, man kann das Alter nicht so direkt danach urteilen, ja. Und eine Klapperschlange war ja auch Ihre erste Schlange. Ja, genau, ja. Genau, das war ja. Aber das ist nicht mehr die. Nein, das war eine Zwergklapperschlange, also nicht ganz so groß, aber doch schon. Und ja. Hier ein grünes Exemplar, das hatten wir jetzt heute noch gar nicht. Ja, hier haben wir jetzt eine blattgrüne Mamba. In diesem Terrain haben wir also 3 Arten, die auch in freier Natur im, in einem und demselben Verbreitungsgebiet vorkommen. Das ist eine blattgrüne Mamba, das dunkle Tier da hinten ist eine Boomslang. Und oben auf dem Fels liegt noch eine Nashornviper. Also ich finde ja gerade diese Boomslang, die guckt uns so lustig an. Die starrt geradezu. Machst ja, du das den ganzen Tag? Oder die sind sehr aufmerksam, ja. Und ist auch so ein Pflegling, also wenn wir jetzt zum Beispiel füttern. Ja, wir reichen also diesen Tieren jetzt die Futtertiere auf gespaltenen Bambusstäben. Mhm. Kriegen die so gereicht. Dann müssen wir sie zuerst füttern, weil die immer als erstes kommt und zuerst fressen will. Sonst gibt es da möglicherweise eine Beißerei. Muss man so ein bisschen die Reihenfolge einhalten, ja, sonst gibt es da Stress im Terrarium. Und ja, bei der Boomslang muss ich noch sagen, das ist eine Trugnatter. Mhm. Die hat also die Giftnattern wie die Mambas, die haben die Giftzähne ziemlich weit vorne sitzen, ja, die sind recht klein. Bei der Boomslang, die haben recht große Zähne, die sitzen praktisch im Oberkiefer unterhalb des Auges, also ziemlich weit hinten. Weil das meinten wir jetzt gar nicht, dass da, weil der Kopf sieht so klein aus, dass da wirklich irgendwie verhältnismäßig große Zähne sind. Die können das Maul sehr weit aufmachen, weil in freier Natur fressen die Chamäleons. Und wenn man Chamäleons kennt, die haben ja doch recht große Schädel und einen recht breiten Körper. Also kann man schon vorstellen, dass dieses Maul doch schon sehr weit öffnen können. Ja. Aber das Exemplar würde jetzt kein Chamäleon. Nein, die, bei uns frisst die also Mäuse. Das ist, also allein von der Größe her, könnte die denn? Die könnte, ja klar, natürlich. Die könnte ein Chamäleon fressen. Ich glaube, sie hypnotisieren. Ja, sieht man, ja, sehen schon, dass, da kommt sie schon vor und guckt, was da los. Und genau, was hatten wir hinten im Eck? Die Nashorn. Da oben, ja, das ist noch eine Nashornviper. Da gucken ja sogar Nashörner raus, sind das ja, die? Ja, genau, ja, richtig. Für was die Tiere diese Hörnchen ausbilden, weiß man nicht. Es gibt zum Beispiel auch Arten, wie zum Beispiel Hornvipern, die haben Hörnchen über den Augen. Welchen Zweck die erfüllen, weiß man nicht. Mhm. Vermutlich kann es unter Umständen zum Beuteerwerb in freier Natur irgendwie dass einen irgendwie Zweck locken, erfüllen. Ja. Zum Beispiel, wenn so eine Hornviper im Sand eingegraben liegt in der Wüste und die Hörnchen gucken da raus, dass vielleicht ein Fink, der vorbeikommt oder irgendeine Echse denkt, was ist denn da, ist das ein Halm oder ein Insekt, landet da oder läuft hin und wird dann vielleicht gefangen. Das ist möglich, aber das ist eine reine Spekulation. Ja. Könnte es auch mit der Abwehr was zu tun haben, dass es irgendwie so eine Vorsicht kann bedeutet, auch sein, oder, ja, das ist halt vorsichtig giftig, wird ja meistens durch die Farben schon signalisiert, ja, vielleicht auch durch die Körperform, aber das ist alles nur, wie gesagt, Spekulation, das ist wissenschaftlich noch gar nicht irgendwie. Jetzt in dem Terrarium hier haben wir ja wirklich 3 verschiedene Arten zusammen. Mhm. Kann man alle generell zusammenstecken? Also natürlich vorne zu der ersten, die wir gesehen haben, da besser nicht, die frisst sie ja. Das ist klar, ja. Aber müssen Sie da sehr aufpassen, was die für Gemüter haben? Oder? Ja, das geht nicht. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel...